Local Recording startet. Wunderbar, willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Let's play, bla 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 bla. Wir gehen jetzt nochmal irgendwie hier alles abchecken. Mit Schluck auf am besten. Ich glaube, das war einmalig, hoffe ich. Wenn nicht, habe ich gerade ein kleines Problem. So. Wir gehen. Ich höre schon wieder auf zu reden. Was ist nur los mit mir? Wieso rede ich nicht? Ich muss reden. Ja, worüber denn? Kann ich hier eigentlich... Okay, das ist kein Ausgang. Hätte ja sein können. Was? Wie cool ist das denn? Das Spiel, ey, das Spiel. Gurk hat Sonderbonbon gefunden. Eieieiei. Ja, ich kämpfe mit dir, denn ich möchte dieses Item dort gerne haben. Jasmin muss krank vorsorgen, um das Pokémon sein. Man sieht sie nicht einmal mal hier, blablabla, irgendwas. Eine Herausforderung von Matrose, irgendwem. Wahrscheinlich hätte ich die ganzen Typen hier alle noch besiegen sollen. Bevor ich in die nächste Arena gehe, weil die war echt ein bisschen krass. Das Problem ist, dass direkt gleich die nächste Arena kommen wird. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich noch mehr auf die Fresse. Nuscha! Aber gut, bis zur nächsten Arena dann wieder haben wir immerhin noch ein bisschen Zeit. Und ich hoffe nur, dass ich im Eisfahrt heutzutage etwas intelligenter bin als früher. Hat Ether gefunden. Ruft Mutter denn jetzt immer noch an? Okay, so kann man Anrufe abbrechen. Natürlich, wir... Achso, ich brauche gar nicht so oft speichern. Das lohnt sich irgendwie nicht so ganz. Wir sind ziemlich nah am Himmel. Vogel-Pokémon sind in ihrem Element. Alter, du bist in einem Gebäude. Die sind ein Scheiß. Und die kommen... Diese Vogeltypen haben immer voll die schwachen Viecher irgendwie. Die sind immer nur Level 18 oder so. Ibitak ist natürlich OP, habe ich gerade gemerkt. In der letzten Arena. Allerdings ist Ibitak auch nur gegen Vogel-Pokémon OP. Ach so, ich sag mal kurz dazu, wenn ich Legendaries habe, ne, und die sterben. Ich lasse die nicht frei, dann die sind... Ich weiß nicht. Die sind unsterblich. Quasi. Sind sie theoretisch wirklich, weil sie sind uralt. Als ob die beim Rumfliegen noch nie vom Blitz getroffen wurden oder so. Ich meine, hallo, ist... Was für ein Schwachsinn. Ich meine, als ob sie so einen Blitzeinschlag überleben würden. So mit 30 Millionen Volt oder sowas. Interessant, wir sind schon mal ein Stockwerk höher gekommen. Die Leute sind hart und zart in einem. Eine perfekte Mischung, wie ich meine. Wie steht es mit dir? Ich bin geil. Also, rein optisch natürlich. Quapuzzi. Meister, und so ein Ding stirbt nach einem Knirscher, ey. Wahnsinn. Aber Quappo? Nö, da brauchst du 30.000 Knirscher. Na, ich glaube, es waren nur 15, weil ich nur 15 Mal die Attacke benutzen kann. Aber es ist ja egal. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Stimmt, ich bin eh besser. Mach Holo. Level 18. Dann würdest du nicht ernsthaft gegen Jasmin kämpfen. Jasmin ist OP. In Wirklichkeit ist das Pokémon da oben auch nicht krank, sondern Level 100 oder so, und sie trainiert die ganze Zeit mit dem. Deswegen denken alle, dass es krank ist, weil es nicht mehr leuchtet oder so. Macholo wird in den Kampf geschickt. Aquaknarre, top.
288. Knirsch, ja. Mit einem Wasser-Pokémon könnte das vielleicht sogar ansatzweise gegen Jasmin ankommen. Vorausgesetzt, sie hat kein Magnetilo oder Magneton oder sowas, was sie glaube ich schon hat. Und vorausgesetzt, du kannst mit einem Schlag töten. Hat Superschutz gefunden. Wunderbar. Hätte ich dich mal einen kaufen müssen, ey. Vor allem habe ich so viele gekauft, weil ich dachte, die Strecke wäre voll weit. Diese Pokémon hat das Meer für uns ausgeleuchtet. Aber dann wurde es plötzlich sehr krank. Seitdem ringt es nur noch nach Luft. So wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es nicht. In Anemonia City, auf der anderen Seite des Ozeans, soll es einen wundertätigen Apotheker geben. Aber ich kann Amphi... Das heißt, glaube ich, wirklich Ampharos. Dich einfach hier alleine lassen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht für mich dort die Medizin kaufen gehen? Ich halte halte dir auch den Eingang offen. Dankeschön. Du Süße. So, gehen wir einfach mal weiter. So dürfte das Ampharos ungefähr klingen. Vielleicht war es damals auch schon Ampharos, nur das sah es damals sehr komisch aus. Und wenn es Amphi heißt, habe ich vielleicht deswegen an Panphi gedacht. Ach, keine Ahnung. Pokémon! Jetzt sparen wir uns immerhin schon mal den Weg. Ja, ich wollte es nicht angucken, sondern gerne darauf reiten. So, ich besteige es und fliege hier kurz hier rüber. Fliegen. Dip, 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 dip. Medizin. Dip, 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 dip. Achso, dann geht das ja so ein Pokémon vom Leuchtturm. Na klar, diese Medizin sollte genau das sein, was braucht. Hier, ne? Geheimtrank. Mein Geheimtrank ist extrem stark. Ich gebe ihn nur heraus, wenn er auch wirklich Not am Mann ist. Warte mal. Ich kann eigentlich schon mal bei dir shoppen gehen. Wir müssen erstmal speichern und das Spiel neu starten. Ach ja. Bitte das System nicht ausschalten. Jo, dann wird das Spiel kurz neu gestartet. DS-Emulator. So. Hm, brauchst du irgendwas? Möchtest du Medizin kaufen? Ja, ich würde mal gerne wissen, was du hier hast. So, gut, ich möchte gerne noch einen mitnehmen. Einfach nur für den Fall der Fälle. Und so ein Hyperheller kann auch nicht schaden. Für den Fall der Fälle, wie gesagt. Bis die Tage. Pokémon. Sirin, wo bist du? Fliegen. Und wieder hier rüber, zack, fliegen. Es ist so fett, es rennt mir einfach immer hinterher, es ist so cool. Ich hab den Scheiß gerade nur gekauft, falls mal wieder so irgendwie so... Wo renne ich denn lang? Doch jetzt einen coolen Aufzug, mit dem ich einfach hochfahren kann und wieder zurückfahren kann, quasi. Schwuppiduppi, dies ist der Aufzug des Leuchtturms. Ich sag halt Lichtkuppel. Lichtkuppel, bitteschön, dankeschön.
Spiels aber so gut geworden. Vor allem, man kann einfach durch die Fenster gucken, sehe ich gerade. Wie gut ist das denn? Man sieht nicht so viel, aber... Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Ja. Nimm mir das bitte nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern. Wie geht es dir jetzt, Amphi? Amphi! Hui! Es sieht so gut aus, das ist der Wahnsinn. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, so ein Glück, es hat wirklich geklappt. Ich bin ja so dankbar, das ist alles dein Verdienst. In Ordnung, dann gehe ich jetzt zurück in die Arena. Ja, schubst mich halt weg. Wieso nimmst du nicht den Fahrstuhl? Ist sie da wirklich unten ist? Die kann niemals schneller sein, als ich hier mit dem Fahrstuhl fahre. Niemals! Und ich werde laufen, das macht sie bestimmt nicht. Immerhin hat sie gesagt, sie geht. Natürlich, Babo ruft mich an. Hallo, ich bin's, Babo. Entschuldige, dass ich dich warten lasse. Sie ist endlich eröffnet, die Safari-Sonne. Du weißt wo? Du kennst doch den Fels genau an der University. Wenn du durchquerst, erreichst du sie nach einer Weile in die Safari-Zone. Nun, es liegt nicht gerade auf dem Weg, aber schau unbedingt einmal vorbei. Natürlich machen wir das. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht, oder? Nee, bin ich nicht. Mit euch kann ich später noch quatschen. Apropos, wir hatten einen Sonderbonbon gefunden. Dafür muss ich aber mal kurz gucken, wie viel Erfahrung hat das Dingsbums. Okay, es ist... fast Level up. Das heißt, wir benutzen jetzt nicht das Sonderbonbon, sondern erst... So, du bist also wirklich gekommen. Du musst Arena-Leitern vielleicht geholfen haben. An der Arena geht immer noch das Gesetz des Stärkeren. Kämpfe entweder richtig oder gar nicht. Okay. Das wundert mich gerade etwas. Also, dass hier Leute stehen, das war früher nicht so. Das sind, glaube ich, Leute aus dem Dingsturm. Du hast mir im Leuchtturmkreuz bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kräfte brauchen, um Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Das ist Hochverrat! Erhängt sie! Schneidet ihr die Lunge ab! So. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es dir deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arena-Leiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle dem Typ Stahl an. Katsching! Hast du von diesem Typ schon gehört? Diese Pokémon sind eisenhart, bleiben immer kühl und berechnend und haben einen messerscharfen Verstand. Sie sind echt stark, in Ordnung? Das ist mein voller Ernst. Gut, sie sagt nicht wieder, ich fange an. Es gab irgendein Spiel, hat eine gesagt, ich fange an. Das war die Hölle, weil sie immer zuerst angegriffen hat. Level 30. Okay. Stopp, 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 stopp. Ich drücke alle Tasten. Stopp, 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 stopp. Yeah. Easy. Boom, Level 39. GZ. Magnetino in den Kampf. Nein, danke. Möchte nicht wechseln. Level 30. Ich glaube sogar, dass sie es damals war. Die meinte, dass sie anfängt. Weil ich immer hier meinen Kanimani am Anfang bei Silber genommen habe, war das für ein Arsch, weil sie immer mit Donnerattacken ankam oder so. Möchte nicht den Kampf, das Pokémon wechseln. Starlos. Da ist Surfer jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Von sowas wandert durch Stahl-Pokémon, blablabla.
Blablabla. Das ist sehr effektiv. Also früher hat das nie unter Surfer so krass gelitten. Gelitten hat es darunter schon immer, aber nicht so krass. Ernsthaft. Du scheinst der bessere Trainer von uns beiden zu sein. Das gilt sowohl für dein Geschick als auch für dein Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Ort. Rocket den Stahlorden. Oh yeah. Da, ba, da, ba, da. Wenn du den Stahlorden besitzt, gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 70. Selbst wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und jetzt nimm bitte noch das hier. TM23, yeah. Gurke verdorrt den 23 in der TM- und VM-Tasche. Diese TM enthält eine Attacke namens Eisenschweif. Der harte Schwung kann gelegentlich auch die Verteidigung deines Gegners senken. Wirklich nur senken. So, Sirin. Safari-Zone erstmal. Eine Stadt, die Geschichte atmet. Na, da fliegen wir doch gerne hin. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch bis zur nächsten Stadt und danach mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Eine etwas längere als nur irgendwie kurz was rauchen oder so. Wer bist denn du? Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater. Um Tanzen zu üben, kommst du mit? Ulala, natürlich komme ich mit. So, okay. Der Kampf war gerade irgendwie sehr viel einfacher als erwartet. Es tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich dich glatt passierenden Trainer umgerempelt. Alter. Jeder normale Mensch wäre über... Das kann nur Absicht gewesen sein, ohne Scheiß. Jeder andere Mensch wäre so hier auf dem Weg lang gelaufen. Er rennt natürlich erstmal ins Gras, um mich umzurennen. Bist du nicht verletzt? Hier, nimm das als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. Vor allem 4. Dankeschön. Das müsste Stärke sein, ja. So ein Troll, ey. Hupsala, ich hab dich umgerannt. Dunkelklaue, okay. Fällt gerade was ein. Ich muss nämlich nochmal hier hin. Und ich glaube in das Haus. Was ist denn das Haus daneben? Egal, erstmal mit dir quatschen. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach einem großen Abenteuer? Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört auch immer Schatzsuche. Habe ich nicht recht? Natürlich. Aha, du weißt auch nicht ganz genau, was Männerherzen Hörschlägen ist. Du gefällst mir. Hier, nimm das mit. Na gut, früher ist das Ding nur Detektor, aber das Ding wollte ich gerade haben. Überall dich herum gibt es Items, die du nicht bloß ins Auge sehen kannst. Wenn du deine Finger immer auf deinem Itemradar behältst und hörst, dass das Signalgeräusch lauter wird, ist das für gewöhnlich ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwo in der Nähe ein Item versteckt sein muss. Am ehesten wirst du fündig, wenn du das Itemradar beim Laufen bedienst. Oh, und nebenbei, Gerüchte zufolge soll es in der Turniere von Team Teak City ein Versteck Wurmruine. Schatz geben. Ach, das ist die Arena. Klar ist das die Arena. Ich troll. Es soll hier einen Schatz geben, ja? Warte mal. Äther. Okay. Damit haben wir den versteckten Schatz einfach mal so gefunden. Aber gut, ohne den Hinweis hätte ich jetzt auch niemals da gesucht. Also, passt schon irgendwo. Aber das finde ich auch gut, dass man diese Items auch finden kann, ohne dass man das Itemradar hat oder so. Was ist die Flow mit Surfer einsetzen? Natürlich möchte ich das. Plop, plop. Das hüpft rum, freut sich, dass ich es besteigen möchte. Und ich muss mich schon wieder strecken. Nanu?
Das ist mir ganz neu, dass du dich da rumtreibst. Der Baum sieht aus, jetzt können wir einen Taschenschnitt werden. Möchtest du Stein ersetzen? Natürlich! Was sagt denn jetzt eigentlich die Karte dazu? Da finde ich bestimmt nicht die Karte. Die hat mir nichts davon gesagt. Dieser Lügenbold. Was? Sekunde, du bist so tapfer. Du bist so jung und schön. Du bist so anmutig. Und bist immer schnell wieder weg. Gurke, du bist echt immer genau da, wo Suikun auftaucht. Naja, aber das Verlangen, Suikun zu finden, brennt in meiner Brust immer noch viel heißer als in deiner. Weißt du, meine Großeltern wussten einfach alles über alte Legenden. Als ich noch klein war, haben sie mir oft Geschichten erzählt, besonders über Suikun. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich herausgefunden habe, wohin dich meine Reise, dich deine Reise führt. Ach ja, habe ich das nicht schön gesagt? Ja, definitiv. Ich wollte hier nur Beeren pflücken. Den Aprikokobaum. Apropos, mir fällt gerade ein. Der Penner hat mich nicht angerufen. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal in die nächste Stadt und danach holen wir uns hier unseren Quatsch ab. Unsere Bälle von dem alten Opa. Der hat sie ja gepflegt und gehegt. Weil sie Krebs hatten. Nein, Quatsch. Was laber ich für eine Scheiße? Wahnsinn. Plops. Ausgetrickst, Noob. Versager. In diesem Gebüsch ist mir damals zum ersten Mal Entei begegnet. Ich dachte nur, was ist das denn? Hallo Gurke, wie geht es? Darf ich ankommen? Nützliche Item gefunden, von deinem Geld gekauft. Tut mir leid, heute mit meinem Leben und einem Penner ab. Dankeschön. Tschüss. Ihr Versager. Ich habe euch alle ausgetrickst. Der Opa, der hat doch bestimmt was zu melden. Willst du auch zum See und dir das Garados ansehen? Nein. Was bist dir los? Bist du schon mit dem Kerl im schwarzen Mantel begegnet? Er meinte von irgendwo in dieser Gegend gegen ein seltsames Signal. Man trifft ihn immer irgendwo zwischen Gargoania, Magonia City und dem See des Horns. Wer wohl ist? Wer kann das nur sein? Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Nehme dein Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Yeah. Deine Pokémon sind wieder topfit. Wenn Pokémon sich weggehen, werden sie stärker, aber dafür brauchen sie auch länger, um neue Attacken zu lernen. So, wie gesagt, wir fliegen jetzt nochmal kurz hier rüber. Fliegen. Dankeschön. Mops! Mops! Fleckmann! Oh, da kann ich wieder was pflücken. Pflücke eine weiße Aprikoko. Aprikoko, das meinte ich natürlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Oh, da bist du ja, Gurke. Ich bin gerade mit der Verarbeitung fertig geworden. Hier, nimm. Schwerbälle erhalten. Müssten 3 Stück sein, glaube ich. Versuch doch mal, ein Pokémon zu fangen. Dann nehmen wir als nächstes diese hier, weil wir davon am meisten haben. Wir können nämlich gleich alle auf einmal nehmen.
Ich werde einfach mal hier speichern, weil ich weiß nicht, ich bezweifle wirklich, dass ich heute noch aufnehmen werde und morgen werde ich wahrscheinlich auch nicht aufnehmen. Ich werde eventuell zwischendurch mal offscreen die ganzen Bälle abholen, die Aprikokos wegnehmen. Aber ich bleibe einfach hier, damit ich dran denke, die Bälle abzuholen, wenn ich das nächste Mal spielen sollte. Habe ich es gespeichert? Ich weiß das gar nicht. Na egal, also wir speichern nochmal. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Sage auf Wiedersehen. Tschüss.